Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shelter. Eine neue Aufnahmesession. Wieder einmal, ja. Okay, ich sehe. David Davidson? Das sehe ich ja jetzt erst, Leute. Sie heißt echt David Davidson? Jo, der heißt David Davidson. Okay, ja, die Jungs, also der und Mary, glaube ich, ne? Heißt sie? Sind jetzt unterwegs wieder. Okay, er ist unterwegs. Mary steht hier noch. Okay, der kleine Erwin funkt wieder. Nach wahrscheinlich Händlern. Gehe ich von aus. Und die Helga war gerade am Reparieren. Ne, am Trainieren, am Reparieren, wie auch immer. Okay, passt aber. Haben wir auf jeden Fall. Passt, läuft. Ich repariere da auch nochmal. So, ich bin gespannt. In der heutigen Session kommen ja Run und Shirley mit den beiden Skizzen zurück hier. Bauplan. Leute, was passiert hier? Jetzt mal ernsthaft, was passiert hier? Bücher habe ich am Mann. Nein, das kommt weg. Oh, 54 Nylon haben wir nur noch. Das ist auch nicht mehr so viel, ne? Mal gucken wir mal. Wisst ihr was? Ja, doch, ist richtig. Habe ich ja schon weggepackt, das Nylon. Mach mal so. Leder brauche ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Leder kann ich mir auch zu Hause fangen, in Anführungsstrichen. Geil. Vorratsautomat, ein Blitzmesser. Da bin ich echt drauf gespannt, auf das Blitzmesser. Und ein Trinkwasserautomat. Das ist ja... Mir fehlen die Worte, Leute. Ich bin da echt so ein bisschen hibbelig drauf gerade. Ich will unbedingt mal wissen, wo die jetzt sind. Wo sind sie? Wie weit noch? Die sind hier so lang, ne? Ach ja, doch, die sind da lang, genau. Das heißt, ich komme jetzt hier zurück. Aber lange dauert es auch nicht mehr, wa? Wen haben wir denn da? Kenneth. Ja. Wie viel Metall? Mehr als genug Metall. Federn, mehr als genug Federn. Scharnier, mehr als genug Scharnier. Schalter, mehr als genug Schalter. Tschüssi. Danke, dass wir darüber gesprochen haben. So, da füllen wir direkt mal Kraftstoff hinzu. Ja, und dann? Ah, komm, du stehst gerade hier. Kannst mal einen Schluck trinken. Ah, hier. Dusche reparieren und sowas. Ja, auf jeden Fall, ja. Da oben ist noch alles in Ordnung. Die Katze hat auch noch Futter. Genügend Futter haben wir auch noch da. Essen, trinken müssen wir nicht. Gut, dann beschäftigen wir sie mal wieder. Ja, und? Auf geht's. Ein großes Haus. Ja, mach mal.
Mein Gott. Ja, wie immer, ne? Wir kennen es ja schon. Drei Blaupläne, das sind drei. Möchte kämpfen? Ach, er ist auch schon. Sie möchte kämpfen. Ohne Waffe. Ich gehe mal davon aus, dass sie wegrennen wird. Komm, kriegen wir aber. Komm, kriegen wir. Ne? Ja, wir kriegen sie. Tja, selber schuld, ne? So, nehmen wir mit. Oh, das kannst du behalten. Boah, fast 17er Stärke. Das ist klasse. Seitdem ich herausgefunden habe, dass Überwältigen kein Trauma verursacht, ist das natürlich echt geil, ne? Da müssen wir nicht drüber reden. Ah, ich kann nur maximal 5 Platten mitnehmen. Okay. Jetzt ist interessant. Was? Leute! Irgendwas geht hier doch gerade ganz gewaltig schief, oder? Ihr seht das auch, oder? Jetzt habe ich schon wieder eine Blueprint hier liegen. Vier Stück. Vier. Keine Ahnung. Leute, keine Ahnung. Das kann nicht sein, oder? Ach übrigens, ich habe mal ein wenig an den Einstellungen gespielt. Ich habe mich ein bisschen lauter gemacht, was das Mikrofon angeht. Und ich habe das Spiel ein Ticken leiser gemacht. Ich hoffe, dass es trotzdem so passt wieder mit meiner Stimme, weil in der letzten Session, die ich hatte, habe ich doch gemerkt, dass ich etwas leiser war als vorher. Und das ist nicht gut. Ich weiß gerade gar nicht. Wir brauchen immer noch Schalter, ne? Ja, immer noch Schalter. Alles klar. 14 Stück in der Zahl noch. Dann haben wir's. Jo, gut. Gut. Oh, passt. Wie gesagt, Nylon brauche ich nicht mitnehmen. Aus den Dingern hier, Stoff kann ich, verbrannte Kleidung kann ich wesentlich mehr Nylon filtern. Dauert halt zwar länger, aber ich brauche ja kein Nylon mehr, offiziell. Aber, ne? Passt schon. Wer weiß, was die beiden, die vier Blueprints für uns bringen. Das muss man eben gucken. Ich war im großen Haus vor einem Tag drin. Da gab es die Blueprint. Guck mal, wir waren hier in großen Häusern drin. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 große Häuser. Kann das sein, dass man die Blueprints in großen Häusern findet? Wäre naheliegend, ne? Ja, nicht du. Du sollst reparieren. So, wie sieht's denn bei dir aus mit dem Training? 10er Stärke, 14er Charisma, 10er Geschick. Also, wenn ich jetzt sagen würde, ja, die muss auf jeden Fall trainieren. So, Christopher. Jupp.
einen Schalter. Na, wenigstens etwas. Ich gebe dir auch was einer, also ein Handelsgut dafür, was auch einzeln ist. Du kriegst hier ein Stück Plastik von mir. Wo ist es? Da. Zack. Kleine Tankstelle. Ah, Marie und David sind an der Tankstelle. Schön, schön. Was möchtest du denn, mein Freund? Möchtest du handeln? Nee, hat keinen Bock zu handeln. Okay, dann soll er gehen. Objekte untersuchen. Ah ja, sehr schön. Gut, ich hätte eh nicht zum Handeln gehabt, aber ne? Geht sich hier ums Prinzip. Wo habe ich den Gruppe 1 hingeschickt? Aha, hier hinten vorbei. Ich erinnere mich. Genau. Die gehen jetzt hier den Bogen. Welcher. Oh ja, guck mal die Wahrnehmungsreichweite an. Leute, das lohnt sich doch definitiv. Ja, immer schön mitwirken. Wissen wir ja schon. Ich bin leicht hibbelig, was das mit dem Blueprints angeht. Nee. Ganz vergessen, mein Freund. So rekrutiere ich dich nicht. Nicht mit den Werten. Objekte untersuchen. Det wilden Honig habe ich nicht am Mann, ne? Knoblauch habe ich auch nicht am Mann. Bei Linsen habe ich am Mann, das weiß ich. Und achso, es ist ja richtig. Ich erinnere mich dran. Die Blueprint Session hier. Fällt mir gerade mal was ein, ne? Hier haben wir Labor. Objekt fertigen. Wie sieht's aus mit Seife? Okay, Seife könnte ich fertigen. Was für ein Verhältnis, Leute. Rohhonig? Ganz rar gesät. Tierfett 5000 Stück, also gefühlt. Aber hier, ich mache mir mal so ein Spray. Dann fehlt das Basilikum. Danach geht sie nochmal trainieren. So, jetzt habe ich so ein Spray. Ne? Richtig? Müsste. Da ist es. Jo, klasse. Schön. Verringert die Wahrscheinlichkeit, auf Tiere zu treffen, um 90%. Das ist doch mal. Das lohnt sich doch mal. Gut, ich meine, braucht es nicht. Ja, also. In diesem Stadium würde ich sagen, wer ist das teuer? Achso, da habe ich ja, da war ja gerade was. In diesem Stadium würde ich sagen, mache ich auch einen Bär noch platt. Jo. Das gibt Gummi, das gibt Metall, das nehmen wir auch mit. Das gibt Gummi, das gibt Schrott. Ach, im Endeffekt müssen wir eh alles mitnehmen. Habe ich nicht am Mann. Genau. Großer Speicher. Sehr schön. Ein paar Rohre noch dabei bekommen jetzt hier. Rohre können wir auch immer gebrauchen. Und wie sieht es denn hier aus? Ah, noch 16 Minuten. Okay. Okay. Ein wildes Tier greift uns an. Oh mein Gott. Ob wir es überleben werden? Ich weiß es nicht. Aha. Kann ich den vielleicht gar nicht überwältigen? Wow.
Süß. Sweet. Doch, ich kann ihn überwältigen. Ja, und Fett habe ich auch nicht mal. Aber hier, nochmal Fleisch. Stärke 14, Geschick. Auch ein bisschen super. Ja gut, das Tier hätte ich auch töten können, ne? Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Ja, ist doch gut, Gary. Möchte handeln. Die Schrotpatronen würde ich ihm abnehmen. Ich weiß auch gerade nicht, wieso ich nur Schrotpatronen oder Pistolenmunition kaufe. Ja, das sind die 5 Fleisch, die wir gleich wieder mitbringen. Perfekt, passt doch. Ah, erstmal alles mitnehmen, ne? Kann ja nicht schaden. So, wo sind sie denn, die... Da sind sie. Okay. Also noch habe ich kein Kind entdeckt. Sie müsste dann auch mal pullern gehen. Das heißt, sie geht auch mal pullern. Pistole. Also Leute, langsam wird's albern, ne? Wisst mal selber, ne? Kann die Bücher auch noch wegpacken. Luxuriöse Dusche. Ey, Ach so, okay. Eine Dusche, die auch das Trauma des Benutzers lindert. Ja, es passiert mir auch immer. Wenn ich ein Trauma habe, gehe ich duschen und dann fühle ich mich wieder wie neugeboren. Naja, nicht wirklich. Ja, durchsuch mal da. So, ich trinke mal derweil einen Schluck. Ich habe nämlich irgendwie da irgendwas am Hals und das ist gerade gar nicht gut. So, ein Kaninchen. Okay, dann sortieren wir schon mal aus. Plastik, Müll. Den Rest kann man noch mitnehmen. Wobei, nee, wir machen hier eine Reparaturrunde. Ja gut. Hast du Schalter dabei? Du hast einen Stein dabei. Fühlt sich jetzt cooler. Ein Steinchen. Weißt du? Wenn es nicht so wehtun würde, würde ich ihn ja mitnehmen, aber ich nehme ihn auch mit. Boah. Hier runter zu scrollen ist echt schon hart mittlerweile. Bett hat 90%, den reparieren wir noch mal eben, untersuchen. Also das nehme ich mit, das nehme ich mit, das müsste ich eigentlich nicht am Mann haben, okay. Habe ich auch nicht am Mann? Habe ich auch nicht am Mann? Gut, wir haben 48 davon, reicht. Ach so, warte mal. Das ist ja jetzt die, alles klar, die neue Truppe. Ich habe gedacht, das wäre die andere Truppe, die gleich wieder hier ist.
Jo, passt. Ja, da war noch Plastik. Ich hätte noch Plastik wegtun können, hätte das Buch behalten sollen. Hätte ich besser mit handeln können. Ja, es ist egal. Eine Axt. Siehe da, eine Axt. Na, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ah, das geht wenigstens. Transistoren, Holz, Axt, Handsäge. Boah, tschüss, ne? Eine Schrotflinte. Das weg, das weg, das weg. Nee, die Seife nicht. Das kommt mit. Das kommt mit. Das habe ich wieder nicht am Mann. Dann kommt der weg. Dann kommt das mit. Schlagring habe ich einen Besitz. Das reicht vollkommen aus. Jo, dann machen wir mal.